Hallo Leute, und es geht weiter mit Black Mirror 3. Ja, ich würde sagen, wir reden als nächstes mal mit Murray, weil der ja zuletzt gesagt hatte zu Darren, dass er alles erledigt mit der Polizei, wenn er sich dann hingelegt hat und so weiter und so weiter. Da wir das jetzt gar nicht konnten und wir diesen seltsamen Brief, diese Botschaft hier bekommen haben, weiß ich nicht so richtig, was ich jetzt als nächstes mache, weil er will mit ihm auch gar nicht reden. Mary, mein Lieblingshotelier, zuvorkommend hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schlagen. Gut, dann kann man da denn jetzt noch irgendwas machen? Im Zimmer? Also eigentlich wollte er sich ja hinlegen. Nur wir haben es halt nicht gemacht. Wir sind halt mit unserem Zettel direkt in den Wald gegangen. Was ist mit dem Fernseher immer? Den brauche ich nicht. Ich bin schon in meinem eigenen Film. Ja, du bist in deinem eigenen Film, aber... Der Wand müssen wir sicherlich auch noch mal irgendwann was machen. Ja. Dann, würde ich sagen, könnten wir doch mal zur Polizei gehen. Weil wir könnten da doch mal fragen, ob er jetzt wirklich alles erledigt hat. Das wäre doch mal eine Idee. Weil wenn das stimmt, könnten wir uns ja sozusagen vergewissern. Und wenn er merkt, dass Mary gar nichts macht, geht er nochmal zu dem hin und... Ah, da hinten steht jemand. Wer ist denn das? Einfach nur so eine Person oder... Das weiß ich nicht, wer das ist. Sagt er was? Wir gehen mal rein. Ah, da sitzt nämlich der Inspektor jetzt auch wieder. Herr Inspektor, hätten Sie mal eine Sekunde? Mach's kurz. Mach's kurz? Das ist aber eine ganze Menge, was wir hier fragen sollen. Vor dem Schloss liegen Bierflaschen und Böller. Kann es sein, dass dort öfter mal Partys stattfinden? Ja, aber nur U14-Partys ist sowas wie eine Mutprobe für die, über die Mauern von dem Geisterschloss zu pinkeln. Kann man da nichts machen? Was denn? Klohäuschen aufstellen? Haben Sie mittlerweile irgendwas zu meiner Familienzugehörigkeit herausgefunden? Ja. Ich habe hier die Kopie einer Geburtsurkunde von Darren Michaels, geboren am 27.02.1970 in Boston, Massachusetts. Und was ist mit Adrian Gordon? Der ist immer noch tot, liegt in der Gordon Grove, und zwar seit dem 12.03.1973. So steht's auf der Sterbeurkunde, ausgestellt von Dr. Heinz Herman. Todesursache, Verbrennungen fünften Grades. Fünften Grades? Mit anderen Worten, da ist nur noch Asche übrig. Wie praktisch. Dieser Mord an Miss Valley, gibt es mittlerweile Fortschritte? Wir haben einen Verdächtigen festgenommen, ein junger Amerikaner, damit ihr gesehen wurde und sie nach den Morden hier im Ort ausgefragt hat. Vermutlich pervers veranlagt. Ja, schon klar. Und weiter? Er will einfach nicht gestehen, das macht mich sehr traurig. Vergessen Sie es einfach. Können Sie mir vielleicht sagen, wo der Friedhof ist? Willst du deinen Opfern einen Besuch abstatten? Versuch's mal in Wormhill. Ah, so als nächstes nach Wormhill. Warum sollte ich noch gleich das Schloss angezündet haben? Wenn man deiner Geschichte Glauben schenkt, dann deshalb, weil du als Kind nach Amerika verschifft worden bist und dort ein erbärmliches Leben hattest, bis du erfahren hast, dass du von Geburt an verarscht wurdest. Dann bist du nach England gekommen, um dich an deiner Familie zu rächen. So ein Blödsinn. Na, endlich gibst du es zu. Alles nur ein Riesenblödsinn. Genau deswegen bist du auch bei Dr. Winterbottom. Und ich werde dafür sorgen, dass sich noch mehr Doktoren um dich kümmern. Und zwar den ganzen Tag bis an dein Lebensende. Ich kann dir sagen, warum du es warst. Weil du total verrückt bist. Durchgeknallt. Du bist besessen davon, ein Gordon zu sein, ein Nachfahrer der Mördersippe. Das ist sowas wie eine Rechtfertigung für deine irrationale Lust am Verbrennen und Feuerlegen, du Pyromane. Es war Louis, verdammt nochmal.
Na klar, der Gärtner. Dann zeig ihn mir doch. Der ist nämlich spurlos verschwunden, seitdem du aufgetaucht bist. Hast du ihn auch auf dem Gewissen? Raus mit der Sprache! Oh. Wie kann ich Sie davon überzeugen, dass Angelina diese ganzen Dinge getan hat? Bringen Sie dazu, sich zu stellen. Sie ist tot. Schon vergessen? Na, dann zeig mir Ihre Leiche. Würde ich ja gerne, aber sie ist in diesen Abgrund gestürzt. Ja, ja, die Lava, ich weiß schon. Geh jemand anderen nerven. Warum lassen Sie nicht einfach ein paar Bagger anrücken und graben die Akademie aus? Da werden Sie alle Antworten finden. Und wer bezahlt das? Du? Außer deiner Aussage habe ich keine Hinweise darauf, dass man dort überhaupt etwas findet. Der Glaubwürdigste bist du nicht. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Ruine überhaupt eingestürzt ist? Ich habe sogar Experten kommen lassen und alle sind sich einig darüber gewesen, dass die Ruine aus Baufälligkeit eingestürzt ist. Alles uralt und verrottet, nichts mit Verschwörung des Bösen. Was wissen Sie über Wormhill? Wormhill? Das einzige Kaff in England, das noch kleiner ist als Willow Creek. Gibt dort eigentlich nur eine Kirche und einen Haufen Leichen. Manche unter, manche über der Erde. Das Dorf hier, Willow Creek, gibt es hier viele Verbrechen? Oh, erst seitdem du hier aufgetaucht bist. Das heißt, vorher war es ruhiger? Nicht mal ein Ladendiebstahl? Nur das übliche Dorfleben. Schlägereien, Vergewaltigung und betrunkene Autofahrer. Ah, also quasi tote Hose. Und Sie wissen wirklich nicht, wer meine Kaution gezahlt hat? Die bezahlt man beim Richter, nicht bei mir. Ich habe nur ein Schreiben vom Gericht bekommen, dass ich dich laufen lassen soll. Was ist mit Ihrem Partner? Scheint schwer beschäftigt zu sein, der Gute. Zack? Das ist nicht mein Partner, sondern mein Constable. Und ja, er hat viel zu tun, also stör ihn nicht. Was hat Sie eigentlich hierher verschlagen? Wüsste nicht, was dich das angeht. Meine Ärztin, Dr. Winterbottom, wohnt sie schon lange in Willow Creek? Ist vor 10, 12 Jahren hergezogen. Und aus welchem Grund? Wegen der Morde damals? Frag sie doch selbst. Warum mögen Sie mich nicht? Ich Bulle, du Bösewicht. Kommen Sie. Etwas Freundlichkeit hat noch keinem geschadet. Miss Valley war freundlich. Ich war das nicht. Wie oft denn noch? Das war's erstmal. Ich behalte dich im Auge. Ja, das war ein sehr langes Gespräch und vor allem mag der Inspektor Darren gar nicht. Und er glaubt ihm auch gar nicht. Das habt ihr ja jetzt gerade wohl deutlich genug gehört, dass der ihn nicht mag. Aber dafür können wir jetzt wahrscheinlich nach Wormhill gehen. Und das finde ich ganz gut. Dafür müssen wir aber auf diesen Waldweg. So, dann geh doch da mal hin. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Ach so. Bevor ich mich noch im Wald verirre, bleib ich... Nee, dann war das eben da vorne. Gehen wir da doch mal hin. Gehst du? Ich hoffe, er geht da jetzt auch hin. Ja, das ist gut. Gutes Zeichen. Ah. Laut Karte heißt dieser Bach hier Old Wandsford. Ist voll schön hier. Das reinste Dickicht da hinten. Und neblig dazu. Aber auch ein bisschen gruselig. Ich würde nicht überraschen, wenn plötzlich irgendwelche Untoten da herumtauchen würden. Stimmt. Also ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie schön, weil es halt so wild ist. So, dann gehen wir hier weiter. Sicherlich werden wir hier noch irgendwas machen müssen, sonst wäre das ja hier nicht so merkwürdig angezeigt. Naja, wir gehen erstmal weiter und
können den Trampelpfad lang. Was sagt er dazu? Was soll ich mitten im Wald? Na gut, dann gehe ich hier nach Wormhill. Na, das kennen wir doch auch. Die Kirche von Wormhill. 800 Jahre alt und ohne Turmspitze. Sehr ungewöhnlich. Ein Wehrturm mit Zinnen. War im Mittelalter ja vielleicht nötiger als ein Turm. Da ist der Rabe wieder. Und jetzt fliegt er auch weg. Immer wenn man den anklickt, fliegt er weg. Das ist voll witzig. So, als würde er ihn angucken und dann fliegt der Rabe weg. Das ist ein ganz frisches Grab. Es liegen sogar noch ein paar Blumen drauf. Das ist ein ganz frisches... Uralte Grabsteine. Aber irgendwie... Wie es aussieht, hat sich das Design seit hunderten von Jahren nicht geändert. Irgendwie kommen jetzt noch mehr Raben, habe ich das Gefühl. Was sagst du denn zur Kirchentür? Kann man da rein? Nach hinten können wir bestimmt eigentlich auch, oder? Na, es ist sogar offen. Hallo? Hallo? Ein riesiges Mosaikfenster für die optimale Erleuchtung. Da ist jemand. Wer ist das? Sieht nicht gerade wie der Pfarrer aus. Geh da mal hin. Wer ist da? Oh nein. Hey, sieh da. Guten Morgen. Ach so. Ashley? Oh. Entschuldige, Junge. Ich muss eingenickt sein. Dachte schon, der ist tot. Dank hier hat immerhin ein Kissen. Sie sind nicht der Pfarrer, oder? Gott bewahre. Ich bin Mark Colby, der Totengräber. Ich dachte schon, der wäre tot. Das wäre auch was gewesen. Sie als Totengräber wissen nicht zufällig, wo das Grab von Samuel Gordon ist? Er müsste 1981 bestattet worden sein. Da fragst du mich was, Junge. Vor 12 Jahren sind hier so viele Leute gestorben, gute und böse. Unter den merkwürdigsten Umständen, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wer wo liegt. Am besten sprichst du mit Vater Frederick, dem Pfarrer. Vielleicht erinnert er sich noch. Wo finde ich denn den Pfarrer? Heute? Gar nicht mehr. Hat sich heute Mittag verabschiedet. Irgendeine Konferenz. Aber er wollte morgen Mittag wieder da sein. Da ist ein frisches Grab vor der Kirche. Das von Sally, der jungen Köchin aus dem Schloss. Sie ist verbrannt, die Arme. Genau wie der alte Bates. Das Feuer hat da keinen Unterschied gemacht, ja. Aber Bates liegt nicht hier. Lady Victoria bestand darauf, ihn wie ein Familienmitglied in der Gordon-Gruft zu bestatten. Genau wie Lady Eleanor, nehme ich an. Ja, da ist noch reichlich Platz in der Gruft. Viele von den Gordons wurden dort gar nicht bestattet. Warum nicht? Ah, da gibt's einfach zu viele Mörder und Selbstmörder. Die werden auf katholischen Friedhöfen nicht gern gesehen. Vor allem die Selbstmörder nicht. Wieso? Was passiert mit denen? Na, die werden anonym bestattet. Ohne kirchliche Zeremonie, ohne Glockenläuten, ohne Gebet, ohne Pfarrer, ohne alles. Noch vor Sonnenaufgang. An der Nordwand. Sind das nicht Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert? Da, wo du herkommst vielleicht. Aber wir sind hier in Wormhill, Lordschaft Black Mirror Castle. Da ticken die Uhren anders, mein Junge. Ziemlich waldige Gegend hier. Soll auch der Grund sein, warum es eine besonders blutige Gegend ist. Das Böse im Wald. Die Leute hier haben wohl zu viele Horrorgeschichten gelesen. Oder selbst erlebt. Warst du schon mal nachts hier im Wald? Nein. Da
soll wohl einiges unterwegs sein. Mordende Schlossherren, Wiedergänger oder die gefräßigen Dämonenhunde vom dunklen Mordred. Da gibt es viele Geschichten drüber. Vermutlich so viele, wie es Leute hier gibt. Der Wald um Willow Creek kommt mir besonders unheimlich vor. Ja, vor allem gibt's da unheimlich viele Wildschweine. Die trampeln mir schon mal den Zaun um, wenn sie an die Kundschaft ran wollen. Aber ich hab schöne Fallen aufgebaut. Freu mich schon auf den Braten. Der Pfarrer hat's erlaubt. Ja, ich sag nur Mordred. Gibt es irgendwas Besonderes über die Kirche hier zu wissen? Was meinst du denn, Junge? Von wem sie gebaut wurde? Von mir jedenfalls nicht. Auch wenn ich vielleicht so alt aussehe. Muss zu Lebzeiten von Marcus Gordon gewesen sein. Hast du die dunkle Stelle da oben am Turm gesehen? Ja. Da sind ihm die Steine ausgegangen. Und das heißt, er hätte für das letzte Stück da oben Steine aus seinen Schlossmauern genommen. Hat sein eigenes Schloss demoliert, um die Kirche fertig zu kriegen. Ein vorbildlicher Christ. Vielleicht lief auch seine Zeit ab. Hat sich am Ende da drin ja bestatten lassen. Eine fast 30 Meter hohe Gruft mit Altar ganz für ihn allein? Ziemlich bescheiden, der Mann. Sind sie doch alle, die feinen Pinkel. Er hat sich eine extra Gruft gegönnt unter dem Kirchenschiff. Die ist aber eingestürzt vor 12 Jahren. Kann keiner mehr rein. Sie haben als Totengräber bestimmt viel zu tun hier in der Gegend, nicht wahr? Das stimmt. Mein Job hier ist krisensicher. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dumme Fragen beantworten. Naja, ich meine, Gräber ausheben wird ja nicht alles sein, was Sie zu tun haben, oder? Ah, hast schon recht, Junge. Ich buddel nicht nur rum, ich repariere auch Sachen. Halte die Kirche in Schuss, bewache die Gräber. Und wenn du denkst, das Unkraut wächst hier ganz von allein, dann hast du falsch gedacht. Das ist weder Unkraut, noch wächst es von allein. Aber wen interessiert das schon? Was haben Sie damit gemeint, Sie bewachen die Gräber? Na, wegen der Kundschaft. Dass die nicht ausgebuddelt wird. Von Hunden und so. Was für Hunde? Na, Streuner. Aus der Gegend. Ein Friedhof ist doch für die sowas wie... Eine unterirdische Würstchenbude? Ja, genau. Mit verdammt zähen Würstchen. Kennen Sie sich in Wormhill aus? Klar, sind doch nur ein paar Häuser hinter dem Wald. Ich sage dir, da ist hier mehr los. Suchst du was Bestimmtes dort? Nein, ich wollte mir nur ein Bild von der Gegend hier machen. Schau dich lieber auf dem Friedhof um, dann hast du ein Bild von der Gegend. Falls du dir ein Plätzchen sichern willst, sag mir Bescheid. Ich empfehle den Südhang. Beste Lage. Ah, danke für den Tipp. Aber mit dem Tod habe ich's nicht eilig. Aber der Tod vielleicht mit dir. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Ach, ich mag den Totengräber aber irgendwie. Es ist, ja... Wurde sehr viel geredet in diesem Part, aber auch sehr interessantes und ich mag ihn auch. Kahle Holzbänke, sehr einladend. Da möchte man sich sofort reinknien und losbeten. Ahaha, sein Humor, den haben wir doch alle vermisst. Ja, dann weichst du jetzt ja eher nicht nochmal, aber ist hier sonst irgendwie was Wichtiges? Gehst du da nach vorne hin oder... Eher nicht, nee. Was? Hier war irgendwas, was gerade aufgeleuchtet hat. Was denn? Das Kreuz vielleicht? Das Mosaik nochmal, das Kirchendach. Diese europäischen Kirchen sind schon beeindruckende Bauwerke. Als diese hier gebaut wurde, existierte Amerika wahrscheinlich nur unter dem Namen Indien in den Köpfen einiger Seefahrer. Na gut, dann würde ich sagen, ist dieser Part beendet. Mit viel... Blub, blub.
Und wir sehen uns im nächsten Part von Black Mirror 3. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!